liebe Leute. So, meine zweite Tour erst in 2022. Natürlich fahre ich jeden Tag zur Arbeit mit dem Fahrrad, aber das ist ja keine richtige Tour. Es sind wohl 80 Minuten am Tag, aber es ist keine Tour. Also die Tour heute, die geht nach irgendwo, irgendwo. Ah, geplant ist ein Kilometer vor oder so etwa 50 Kilometer, 55 Kilometer und dann nochmal 55 zurück. Also, das ist ein schöner Tisch. Ein schöner Tisch. Hier kann man Eis essen. Ich fahre momentan entlang des Rodebachs. Da sitzen die Leute in der Sonne. Hi. Eine schöne Strecke hier entlang der Rodebach. Sind aber immer mehr Leute am Sonntag. Ach ja. Hallo. Hallo. Doch, die Leute denken alle, dass ich viel mit habe. Ist aber nicht so. Ist aber nicht so. Ja, ich hatte da noch in der Woche Corona, Covid-19, wie man das so nennt. Eigentlich nur 3-4 Tage und dann war es wieder gut. Und momentan noch immer viel am Arbeiten. Heute Sonntag natürlich frei und morgen habe ich dann auch noch frei. Also gibt es morgen auch noch mal eine Tour, denke ich mal. Heute ist ja auch die Formel 1, also schaue mich dann auch noch an über diesen Freenet-Funk-Account. Das ist uneingeschränktes Internet über 4G. So, ist die schöne Kurve, aber die geht jetzt nicht so schnell, ja, weil es fahr ja voll in den Wind. Voll in den Wind. So, also wie gesagt, zweite Tour jetzt, teste momentan auch eigentlich die Akkus, die ich gemacht habe. Ich mache da jetzt nicht mehr mit so Battery Packs, weil das Dämliche an den ganzen Battery Packs ist eigentlich immer wieder. Ach, noch ein paar Leute. Also das Dämliche mit den Battery Packs ist immer wieder, dass die sich abschalten. Ist nicht so, dass man einfach sagen kann, gib konstant Strom. Das mag ich besonders, wenn ich zum Beispiel jetzt hier die ganzen Kameras
laufen lasse. Also, dass die ständig laufen. Also, gibt es nicht. Was mache ich jetzt? So 12 Volt LiFePO-Akkus. Lipos, LiPo-Akkus. Die sind 8 Ampere-Stunden. Also sind insgesamt so um die 96 Wattstunden. Das ist schon eine Menge. Von so einer Batterie, ich habe jetzt eine hier in der Tasche. Eine ist noch gekauft. Also sollte ich auch so um die 200 Wattstunden mithaben an extra Strom für Geräte. Boah, jetzt voll hier in den Wind. Also 200 Wattstunden, das wird dann angeschlossen über so XT60 Konnektoren. Habe ich alles vernünftig gemacht mit so 10 Ampere Sicherung. Geht dann nach so einem Teil mit 4 so USB-Stöpseln. Ich hatte jetzt noch von einem Auto, die man einbauen kann in einem Auto. 2x2 ist gut C-Ladung, also. Und also wie es momentan aussieht, und das ist ja jetzt auch heute der Test, wie lange hält so ein Akku? Das ist für mich wichtig, gerade wegen der Sommertour. Weil ich will es da mit 2 so Akkus machen und nur noch eine Powerbank mitnehmen, 20.000 mAh als extra, als Not. Und es geht ein normales LiPo-Ladegerät mit. Müsste eigentlich auch klappen. Ich zweifle jetzt noch drüber, mich diesen Hammerhead Karoo 2, glaube ich, Karoo heißt es, glaube ich, K2 zu kaufen. Das ist so ein kleines Navi-Gerät fürs Fahrrad. Das von letztes Jahr, das Mio Discovery Plus, das ist echt der letzte Dreck. Ach, ist total nicht brauchbar. Weil das natürlich auch veraltet ist. Anscheinend wird es momentan gar nicht mehr verkauft. Habe ich letztes Jahr gekauft, habe ich dann noch angepasst, dass ich es auf diese RAM-Mounts machen kann, aber das bringt nichts. Es bringt echt nichts. Also das Hammerhead werde ich mich anschauen. Momentan ist es also, da laufe ich schon ein paar Monate mit. Das iPhone 13 Pro Max, 256 GB. Neben dem Poco X3. Dieses Poco X3, das ist dieses Android-Handy. Und das Android-Handy benutze ich dann halt auch für die Drohne, damit ich nicht meine iPhone-Waffe benutzen soll. Also das iPhone 11, da war irgendwie GPS, geht nicht gut. Habe ich dann letzte Woche noch mal getestet. Könnte ich dann auch noch als Zweitgerät mitnehmen, aber nee, das gefällt mir nicht. Mache ich also jetzt mit Android und iPhone zusammen. Dazu gibt es natürlich dann jetzt das Pocket 2, wo ich mit am Filmen bin momentan. Dazu gibt es auch noch, oh, da ist meine Fasan, eine schöne Fasan. Hallo Fasan. Oh ja, du mal ruhig, du mal ruhig. Du kennst schon die Menschen, denke ich. Also,
Ja, du mal ruhig. Er kennt schon die Menschen, denke ich. Das ist jedes Jahr dasselbe, ne? Ganze Gerät ausprobieren, neu machen, alt machen. Ich habe momentan, teste ich auch noch immer den Motor hier. Den habe ich ja letzte Woche komplett auseinandergenommen. Alles neu gefettet. Läuft wieder super. Da hat irgendwie so Geräuschchen gemacht. Das hatte ich schon mal, das war nicht so ganz schlimm, das Geräusch. Aber es stört halt. Und das Geräusch hört man, besonders wenn der Motor nicht aktiv war. So. So, da sitzt man dann und schaut man sich Formel 1 an. Ja, das schaut man sich Formel 1 an. So funktioniert das, oder? Es ist wohl viel Sonne hier. Da steht Formel 1, Kaffee dabei. Ein bisschen Kaffee dabei, schön. Ja, und wie schaut man Formel 1? RTL und Grand Prix Radio für die Nederlandse Fans. Grand Prix. 4 Sekunden was het 8,1. Wat je kan bij Pierre Gasly.